Die Geschäfte gehen ziemlich schlecht in letzter Zeit. Schuld ist dieser verdammte Sheriff Gorman Truart. Er macht ehrbaren Leuten wie mir und allen anderen, die er als Verbrecher betrachtet, das Leben zur Hölle. Ich war deshalb in letzter Zeit sehr vorsichtig. Schließlich will ich keinen Ärger. Leider hat mein Vermieter nicht vergessen, dass ich meine Miete noch nicht bezahlt habe. Er will mir morgen einen Besuch abstatten und das Geld abholen. Ich brauche also so schnell wie möglich etwas Bargeld. Ich werde mich im Lagerhaus in den Docks bedienen. Neben dem normalen Schiffsverkehr hat sich dort nämlich ein kleiner Schmugglerring eingenistet. Nicht zu viele Wachen, jede Menge dunkle Ecken und überall Eingänge. Die Sache sollte kurz und schmerzlos und vor allem profitabel über die Bühne gehen. Vielleicht bleibt sogar für mich etwas übrig, wenn ich die Miete bezahlt habe. Ist ja schließlich nicht lange her, dass ich mich aus dem Geschäft verabschieden wollte. Naja, bis jetzt habe ich mich nur von meinem Standard verabschiedet. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mein Geld wieder als Taschendieb verdienen. Ui, verladen und kassieren. Na gut, Halle A ist ein Lagerhaus, in dem zahlreiche Händler ihren Geschäften nachgehen. Im Zentralbüro sollten sie herausfinden, wie man am besten in die versiegelten Bereiche des Gebäudes einbricht. Morgen kommt ihr Vermieter. Erbeuten sie Diebesgut im Wert von mindestens 500 Gulden, Goldstücken und bezahlen sie damit ihre Miete und andere Schulden. Wenn sie fertig sind, tauchen sie unter, bevor sie geschnappt werden. Kehren sie zu dem Kistenstapel zurück, an dem ihr Abenteuer begonnen hat. Fortfahren. Oh, und wir können es ausrüsten. Was haben wir denn? Leuchtstäbe. Kann ich ja nichts verbimmeln. Verdammt. Dietrich. Schwert. Federfall. Heiltrank. 3 Wasserpfeile. Das ist Grundausrüstung. So, Wasserpfeile sind immer gut. Ein Papyrus, das nehmen wir auch mal mit. Tja, Moospfeil einen. Ja. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, den Rest, ja gut, Breitkopfpfeile. Gucken wir nochmal zum Anweisungen. Achso, halt. Nein, gucken wir nicht zu den Anweisungen. Ziele. Haben wir auch schon, gut. Irgendwo konnte man sich das jetzt, das Papyrus angucken, genau. Was? D.M. Gilver ist einer der erfolgreichen Händler der Stadt. Achso, er besitzt ein Büro in Halle A von Rampones Lagerhäusern. An den Docks auch. Potter hat sein Büro in Halle A. Er betreibt eine kleinere Kunstgalerie und verhökert billige Statuen und Vasen. Bei diesen beiden Herren machen sie die beste Beute. Gut. Das waren jetzt also 50. Also Potter und Gilver sind unsere Adressen. Und wir starten mal mit einem Quicksave. Na super. Das geht jetzt mal gut los. Ein Riesenareal schon wieder. Da geht's rum. Da geht's rum. Gucken wir uns doch mal die Karte an. Gebäude A. Müllrutsche, Abschnitt 131, Abschnitt 4, Gebäude B, Docks. Gibt's noch mehr? Oh. Noah Tjern, Kilgore Waffenschmiede, Menel Steak, TM Blackheart, Lucky Seltura, könnte Glücksspiel sein. Ah, und Lord Potters Kunststücksammlung und da ist die Gilver Im und Export. Zentralbüro, da oben ist das. Gebäude A. Mhm. Oje.
Mechanisten, Verpackungszone. Mechanisten, Materiallager. Achso, das ist Gebäude B. Das Mechanisten, Projektplanung, Bereich für seltene Artefakte, Konferenzraum, Büro, was? Resident Rambones, aha. War das nicht der? Fertig, na gut. Laute Musik. Ah, jetzt darf ich die riechen, alles klar. Jetzt wird sie wieder sehr interessant. Gab es die nicht eigentlich auch hier irgendwo auf Tasten? Ich muss mal kurz gucken. F. Okay. Ja, das sieht ja schon mal gut aus für den Anfang. Nein. Kannst du die nicht mal irgendwie abwählen? So. Beute hätte ich gerne angezeigt. Was habe ich jetzt gerade? Schade. Ich dachte eigentlich, automatisches Looten ausgeschalten zu haben. So. Müsste es mal einen Schatten schaffen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Oh, Scheiße. Ich habe mir das Ganze wohl eingebildet. Keine Bewegung! Flüchtet der Arsch auch noch. Mist. Das war natürlich wieder kein guter Start. Ich dachte, er bleibt da hinten, dieser Affe. Naja, anscheinend nicht. Dieser Idiot. Ich bin gerade. Warum denn so zart beseitigt, wenn es einen Breitkopfheil auch tut, ne? Aber jetzt geht er wieder zurück. Verdammt. Der hat mich sogar schon erwischt, der junge Mann. Das geht gut los. Dreck. Ah ne, das kann ich von meinem Sturzschaden nachher rühren. Ich dachte, er geht nur bis zur Treppe und dann wieder zurück. Ja? So kann sich das rechnen. Ja, aber beim nächsten Mal sind wir schlauer. Das ist ja alles zu hell, viel zu hell.
Oh, was haben wir denn da? Kiste, Leiter. Der sieht uns schon wieder. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Ach, er ist immer noch nervös. Okay, ist klar. Ist jetzt derselbe Hoshi? So, jetzt gucke ich mal, wie er läuft. Er geht weiter und... Kommt der Arsch wieder zurück? Ja, jetzt kommt er wieder zurück, alles klar. Tja. Der junge Mann sieht schon ein wenig entspannter am Laufen aus, ja. Ja, und dafür ist er mir jetzt zu langsam im normalen Gehen. Ein Rennen ist zu laut. Hat die Musik jetzt irgendeine Bedeutung? Ist ja irgendwas getriggert? Hat uns keiner gesehen, na gut. Schmeißen doch in die Ecke. So. Ich muss mal schnell in diese Rolle gucken. Na, wo ist das Papyrus? Da ist das. Steht nichts wirklich. Steht nicht wirklich was Bedeutungsvolles drin, also. An die Leiter kommt er leider nicht. So. Und da sind wir auch schon eingestiegen. Und auch hier gilt wieder, ich werde eine Menge X von Loot liegen lassen. Gucke aber trotzdem mal in die Ecken, aber nicht wirklich genau und drücke auch nicht alle Knöpfe. So ist das leider.
möchtest eine Mütze voll Schlaf nehmen. Ha, nur zu gerne würde ich jetzt ein bisschen dösen. Das hätte ins Auge gehen können. Ich habe einen verdammten Hunger. Ich habe schon so lange nichts. Dass der nicht gefunden wird. Beutel bei sich? Nein. So. Stapeln wir die Jungs mal in die Ecke. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Tja, zumindest habe ich jetzt die Info bekommen in Halle B. Gebäude B sind irgendwelche mechanischen Wachen. An die kann ich mich auch noch erinnern. Bei die hier glaube ich irgendwie später vorkommen. Naja. Man will ja nicht spoilern. Ah, da ist die Müllrutsche. Ja gut. Zentralbüro, okay. Das sollte man ja auch immer mal gelegentlich reingucken und sich nicht erwischen lassen. Gott sei Dank, der geht weiter. Gerade. Ja, Zentralbüro sollten wir gucken, um da, glaube ich, die Zutrittsmöglichkeiten zu erkunden. Hier irgendwas, Dresden, da liegt ein Schlüssel. Wie viel habe ich jetzt von den Schlüsseln schon? Ja, zwei.
Mhm. Was sind das für Ziegel? Ja, brechen sie ein, ja. Aber ich habe doch noch nichts ausgelesen. Dieser Türbauer, der gehört erschossen. Da steht was. Mechanistentechnologie, oh je. Diese Geräte haben wir nun so eingestellt, dass jeder der Lagerhausaufseher den Bereich jedes beliebigen Mieters betreten kann. Das ist gut. Wollt ihr einen versperrten Bereich öffnen, müsst ihr diese Taste bedienen und damit jene vier Zahlen eingeben, die für die Mieter nun als Adresse dienen. Habt ihr die richtige Ziffernfolge gewählt? Was seht ihr auf sie? Was seht ihr auf sie auf der linken Seite dargestellt? Was seht ihr sie auf der linken Seite dargestellt? Naja. Sie verlassen, das, so verlassen ihr, so verlasst ihr das grüne, was Verladetor, um Gottes Willen. Das gewählte, des gewählten Bereiches, sich von selbst zu öffnen. Nur eine Tür kann jeweils offen sein. Öffnet ihr eine weitere, schließt sich die erste. Okay, habt ihr Fragen, wendet euch getrost an mich. Bruder Capezza 0457, ach, um Gottes Willen. Das wird ja ein Scheiß werden. Ah ja. Habe ich diese Dreckscodes schon gehabt? Jetzt muss ich hier die Zahlen drücken, alles klar. Ach, du ahnst es nicht. Das sind wohl schon die Codes, die hier dastehen. 04. Ist dieser Bruder Schlag mich tot gerade gewesen? Ach da. 045. Ach, die sind nur von außen. Alles klar. Das sind die von außen. Ah, ich verstehe. Ich muss also jetzt mal rausgehen und dann immer die. Kann ich immer diese. Die Räumlichkeit machen. 045. Ist klar. 0. Das war aber genau die andere Reihenfolge, oder? 0, 4, ja, 0, 4. Ach, der rutscht jetzt wieder. 5, 7, oder? War das doch. Ja. Bing. Das ist ja traumhaft. Oh. Es gibt viel zu lesen. Tun wir es uns an. Unsere Mieter Lucky Seelentroa hat bereits längere Zeit seine Miete nicht mehr bezahlt. Er ist schon seit Wochen verschwunden und kürzlich sah ich in der Stadt mehrere Steckbriefe mit seinem Konterfei. Er kam mir ja schon immer verdächtig vor. Ich gehe jede Wette ein, dass der Kerl eine florierende Spielhölle betrieben hat. Ich glaube nicht, dass er wieder auftaucht. Immerhin sind ihm die Blaurück auf den Fersen. Ich habe an seine Räumlichkeiten im Abschnitt 0266 einen Räumungsbefehl angebracht. Wenn sein Büro in einigen Tagen geräumt ist, kann ich es an Gonzales vermieten. Es hat mir wirklich leid getan, dass ich Gonzales wegen Capezza kündigen musste. Ich hoffe, er ist mit seinen neuen Räumlichkeiten zufrieden. Schließlich hat er wesentlich weniger Platz als früher. Apropos Capezza, könnt ihr ihn bitten, etwas leiser zu sein? J. Rampone, Vizepräsident. Trägt das Ding jetzt eigentlich diese Sache selber ein? 0266, ja, okay. Naja, jetzt wissen wir, dass schon alles eingetragen haben. Ah, hier gibt es noch eine goldene Tafel. Ah, hier gibt es nochmal den Präsident. Was hat der? Ich wurde kürzlich von den Mechanisten mit der Anfertigung spezieller Linsen beauftragt. Zu diesem Zweck erhielt ich eine kleine Lieferung mit seltenen und wertvollen, was? Adonitionischen Kristallen, um Gottes Willen. Aus Sicherheitsgründen bitte ich um die baldmögliche Installation eines metallenen Auges in meinem Arbeitszimmer.
Da ich nicht über die finanziellen Mittel verfüge, die Kristalle im Falle eines Diebstahls zu ersetzen. Außerdem habe ich gehört, dass die Mechanisten sehr nachtragend sein könnten. Noah Germ. Okay. Drücke hier mal die... Das alles hier. Quatsch. Bitte nochmal diese Tafel. Was ist das? Präsident? Dock Shipping? Aha. So, da liegt auch nichts Relevantes. Das ist da oben. Ah. Noch ein Schlüssel. Wie schön. Nein, den Schlüssel bitte weg. Oh je. Hallo, den Schlüssel weg. So. Euer Vertrag wurde gekündigt. Ihr habt 2 Tage Zeit, das Büro zu verlassen, bevor es durch die Hausverwaltung geräumt wird. Das ist bestimmt unser Lucky. Genau. Jetzt an Lucky. Letzte Woche führten wir unsere jährliche Inspektion der Räumlichkeit durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Aufzug defekt und daher der Zugang in den 2. Stock nicht möglich ist. Hey. Warum wurde uns dieser Umstand nicht ordnungsgemäß gemeldet? Bitte finden Sie sich zur Klärung dieser Angelegenheit in mein Büro ein. Ich kann es nicht gutheißen, wenn Teile meiner Einrichtung nicht funktionieren. Ferner reichte uns eine Beschwerde von E.B. Bramrich. Er ist der Mieter der Räumlichkeiten unter ihrem Büro im 2. Stock. Bramrich behauptet, spät nachts seltsame Geräusche zu hören. Bitte gehen Sie diesen Beschwerden nach. Naja, der Herr Rampone wieder mal. Jetzt gucken wir doch mal nach. Ist das Lord Potter Kunstgalerie? Ach, der? Mhm. Ich halte sehr viel von eurer Arbeit und ihr wisst, dass meine Bruderschaft dank meiner Fürsprache mit euch zusammenarbeitet. Aus diesem Grund ließ ich euch einige Additionskristalle liefern. Ich bitte euch, zum kommenden Wochenende aus den Kristallen was IO-Linsen oder 10 Linsen anzufertigen. Jede Linse muss 3 Maßeinheiten lang und exakt 2 Maßeinheiten breit sein. Ferner ist die Vorderseite konvex und die Rückseite konkav zu schleifen. Beeilt euch und legt mir eure Arbeit zur Prüfung vor. Bruder Capezza 0457. Bei dem waren wir ja gerade. Also haben den seinen Code schon eingehackt. Ach, konklav und konvex. Kommen wir eigentlich hier die Wand hoch? Nein. Vielleicht hier. Stehen tut er. Da hat der Gerrit sonst immer so lange Arme, aber hier kommt er nicht auf die oberste Wand hoch. Na, das wird was werden. Jetzt muss ich also hier immer zu dem Büro rennen. Damit ich den Code von den Toren einstellen kann. Ist ja super. Wöchentlicher Finanzbericht. T.M. Blackheart, Miete bezahlt. Lucky Seelentora, natürlich nicht bezahlt, seit 3 Wochen überfällig. D.M. Gilver, Miete bezahlt. Wenig Kilgore, Miete nächste Woche fällig. E.B. Bramish, Miete letzte Woche von D.M. Gilver bezahlt. Okay. Sid Capezza, Miete von den Mechanisten bezahlt. Lord Potter, keine Außenstände. Lady Angelina, Miete kommende Woche fällig. Sven Meinel, Miete bezahlt. Noah Germ, Miete bezahlt. Wer ist Lady Angelica? Das höre ich hier zum ersten Mal. Knopf gibt es ja auch nicht. Irgendwo noch am Tisch verborgen. Tja, und auch hier wieder teure Möbel. Wenn man sie heutzutage kaufen wollte. Ah, hier kommt immer die Wache rum, ne? Das ist schon die erste. Verdammt. Ich glaube nicht, dass es stimmt, was Sie erzählen.
Vermutlich machen sie gar nicht hinter meinem Rücken. Dreck. Ist da wer? Nein. Beim nächsten Mal vielleicht. Alter Freund. Das war knapp. So. Ach, das ist ja Lady Angelicas Experimentelle. Was? Man kann ich nicht lesen. APD-Terme? Nein, bestimmt nicht. So, ich sollte mal das speichern. Also das war jetzt wirklich gerade der Moment, wo ich echt dachte, vielleicht gibt's... So, vielleicht kommt ja wieder der demnächst die Runde rum und ich zeig denen mal meinen Knüppel, wie der funktioniert. Na, schau an, er kommt. Nicht nur langsamer, schneller, schneller. Alter, Alter. Wo schmeißen wir die am besten hin? Hier ist aber nicht, keine dunkle Ecke. Nein. Ja, wobei doch. Das Regal, da liegt er gut. Tja, ich würde sagen, dann hauen wir doch mal hier die Lady Angelicas Sache 0426 240 0264. Was? Ich höre keinen Klick. Keine grüne Lampe. 0624. Das ist ja putzig. Ist das nicht der Raum hier gewesen? Ja, die Tür ist offen. Ich dachte, ich stehe hier an dieser Tür. Aber das scheint keine Zugangstür zu sein. Aha. Wer ist das hier? Lord Potters Kunstsammlung. Ich bin eigentlich im zweiten Stock, oder? Also... Oh, jetzt kann man den Scheiß noch mit den Zahlen ausprobieren. Was hat er? 6937, ne? Wenn ich das so sehe. 6937. 6937. Das hörte sich besser an. Verdammt. Da ist ja noch einer. Das geht her zu wie im Taubenschlag.
Ach, was soll's. Dürfen die zusammen kuscheln? Meine. Andauernd taucht hier irgend so eine neue Wache auf. Langsam ist mal gut. Kann doch keiner ernsthaft räubern. So, hier war doch dem Lord seine Sammlung. Dreck. Ich kriege die Türen tatsächlich nur von unten auf. Und auf dem Hof. Na, das sind natürlich jetzt... Tja, das sind die Außentüren. Warum gehen die Türen hier oben nicht auf? Tja, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Mal gucken. Quatsch, ich bin ja im falschen Stock, sehe ich gerade, ich dumm Host. Ich bin eigentlich hier in dem Zentral. Alles klar. Hier bin ich ja drinnen. Und dann müsste der Gang. Doch. Ist eigentlich hier Lord Protoss. Und da ist noch eine Tür. Da ist ein Turm. Ach, scheiß Doppel-Idee. Ah ja, alles klar. Doch, geht nur unten rein. Alles klar. Diese Waffenschmiede geht auch noch da rein. Die Steaks auch, okay. Mhm. Na, das ist jetzt wieder eine nette Überraschung. Naja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zuerst mal zum Noah, oder? 0928. Fertig. Dreck. Tja, wer... Lesen kann es klar im Nachteil. Also, ich wollte jetzt doch mal gucken. Doch zum Noah, da kommen wir da raus. Da dürfte eigentlich, no way, im Innenhof. 0928. So, Tür hat sich schon mal entriegelt. Haben nicht aus so einer grünen Lampe hier gesagt. Die Frage ist: Zentralbüro. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Da. Völlig verpeilt schon. So, hier unter uns müsste jetzt das Drecksbüro sein. Ich ahne jetzt schon, diese Türen hier oben kann man wahrscheinlich schon wieder zum Verlassen benutzen. Damit man da oben ist. So, und hier waren wir ja vor uns schon. Da liegen sie. Natürlich läuft hier noch irgendeiner rum. Verdammt. Ich glaube, den Kameraden müssen wir uns wohl kümmern. Das ist doch jetzt eigentlich hier die Müllrutsche. Das nicht nur seine. Da oben ist das Tor.
Bridge, die hier können wir ersteigen, okay. Ja, fällt er raus. Ich würde mich gerne um den Drecksbogenschützen hier kümmern. Scheiße, jetzt hier ist es dunkel genug. Schlüssel. Ist der falsche. Ach. Was sehen wir denn hier? Ich bin begeistert. Ein Zahlencode können wir auch hier eingeben. Juhu. Ich bin aber mehr als begeistert. Gibt es hier einen dunklen... Na, also, einen dunklen Spot gibt es auch noch für uns. Was braucht man mehr? Außer, dass der Gerrit hier rausfällt. Das hört sich aber mehr wie einer an. Das ist dann also jetzt hier der Abschnitt zwischen Gebäude A und Gebäude B. Da drüben lauern die bösen Mechanisten-Spielzeuge auf uns. Juhu, welch Freude. Einen Pfeil nicht geräubert bekommen. Ah, jetzt. Sehr gut. Doch mal den richtigen Moment.
Aber um den Typi, da kümmern wir uns später. Ne? Ich würde mal ganz gerne hier. Hallo? Ist das nicht Lord sein? Germ stellt diese magischen Linsen her. Hier finde ich sicher jede Menge wertvolles Zeug. Und einige Linsen. Ah, hier kann man also jetzt irgendeine Schlüssel betätigen. Rot, er hier. Toll. Ach, ist ja noch von... Und hier geht also das Tor zu. Ja, das mit den magischen Linsen haben wir vorhin schon gehört. Wie geht die schnell zu? Das ist doch schon so eine Linse, oder? Wie? Gibt's die hier angezeigt? Nein, nur als Loot. Doch, da. Aha. Geschickt versteckt hat er sie. Knüppel könnte man eigentlich auch mal da wegpacken. Ich denke, der hat ja 10 Linsen irgendwo. Huch. 10 Pfund, seltene Adon, doch Adonitions, ne, Adonitio-Kristalle. Oh je. Das sind ja wieder schwere Worte. Aber das waren doch nie alle, oder? Die haben eine Brille geräubert. Toll. Der hat aber keine Halle oben drüber. Jetzt gucken wir rein. Noah? Nein. Der hat, glaube ich... Ja, die müssen ja alle hier durchgehende Etagen haben. Weiß nicht. Das ist wahrscheinlich eine Treppe oder sowas. Oder Aufzug wieder, ne? Man weiß es nicht genau. Na gut. Wenn ich den jetzt zumache. Aha. Also wenn man einmal drin war, dann ist das wohl alles gut. Wen haben wir denn hier als nächstes? Der ist auf der Seite, die sind alle auf der anderen Seite. Egal. Hier drüben laufen auf jeden Fall noch Patrouillen. Ich würde mal hier beim SID reingucken. 0457. Mal gucken, vielleicht kommen wir auch von da, wenn wir jetzt uns hier außenrum durcharbeiten, besser dahin. Tatsache, es ist die Tür offen. Sehr putzig.
Hier sieht's aus wie bei einem Erfinder. Wäre doch gelacht, wenn ich nicht einige brauchbare Dinge fände. Oh ja. Wir können Knopf zum Runterfahren für den Schalter. Da ist er. Diese lustige Maske, irgendwie waren die doch. Waren das nicht irgendwelche. Irgendwie war mir so, als ob die böse Fallen sind. Ich starte gerade eine Festplatte, so in der Symbolik, aber High Voltage Rock and Roll, nein. Benutzen. Was nun Sinn und Zweck dieser oberen Plattform hier? Das sieht irgendwie. Naja, wo ich kann auch täuschen. Wasserpfeil, sehr gut. Von denen kann man eigentlich nie genug haben. Die offene Tür macht mich nervös. Ist das hier irgendwas Relevantes? Nein. Das ist, glaube ich, nur Müll. Jawohl. Mehr gibt's hier nicht zu looten. Das ist schade. Irgendeinen versteckten Schalter? Ich habe hier aber gerade so das. Die dumpfe Erinnerung, hier war irgendwo was. Verdammt. Aber der ging ja nicht. Achso, ne. Kann man leider nicht betätigen, den auch nicht. Tja, der Schalter ist für, nur fürs Tor. Hier ist doch noch ein Schalter, oder? Nee, das ist wieder so eine Kurbel am Ventil. Auch Handrad genannt. Tja. Das hier albern. Halt.
Wen looten wir denn jetzt mal als nächstes? Da waren wir. Ich würde Waffenschmiede bald mal nehmen. Da kommen wir oben in den zweiten Stock. Können dann von oben rumdrehen. Zumal in der Richtung dürfte auch keine Wache mehr auftauchen. Da ist das Tor. Ist ja echt safe, dort immer die Zahlen auch noch ranzuschreiben. So. Ich hoffe mal, ich habe hier alle ausgeschalten. Dann kann man auch herumrennen. Na. Und wieder schön an den Ecken hängen bleiben. So, was dachte ich? 0. Boah, super. Kaum zu sehen. 09, ne, 05. Oh, scheiße. Ich hätte doch außen gucken müssen. Wenn es hier nicht 05. Das ist 07. Nein, das war falsch. Wie komme ich eigentlich auf 7? Pack. 0. 9, 0. Das war richtig. Tja, die Fonts sind nicht ganz so HD-fähig, wie ich mir das gerne wünschen würde. Hey, das Tor ist offen. Ah ja. Nun ist es Gewissheit, das ist ein Aufzug nach oben, diese Ecken. So, zuerst. Das Tor ist offen. Aha, auch nicht schlecht. Stimmt, da ist von uns die Wache reingerannt, die uns gleich gesehen hatte. Immer gut. So seltsam angeordnete Kisten sind doch prinzipiell verdächtig, oder? Na also. Na also. Also, ja. Das ist wirklich schlimm. Das schwarze Buch. Ich blicke auf ein ausgesprochen interessantes Jahr zurück. Die Hammeriten waren jahrelang meine besten Kunden. Seit ich in diesem Geschäft bin, habe ich Waffen für sie hergestellt. Heute kaufen sie gut wie nichts mehr. Als die Aufträge der Hammeriten vor etwa einem Jahr ausfielen, machte ich mir erstmal Sorgen um meine finanzielle Zukunft. Allerdings wurden meine Bedenken schon kurze Zeit später durch einen Großauftrag der neuen Stadtwache zerstreut. Ich liefere exklusiv alle Waffen und Rüstungen. Das einzige Problem an der Sache ist, dass ich nicht ganz weiß, was ich mit den ganzen alten Hämmern anfangen soll. Hämmern, ja. Natürlich. Hammeriten haben Hämmer. Tja, ich würde sagen, fahren wir doch mal hoch, oder? Da liegt auch schon der erste Hammer. Schmelzofen?
Steinhammer. Reinlegen kann ich ihn auch nicht. Das. Aber das ist was. War das gerade Seilpfeil? Ich muss gleich mal gucken gehen. Jawohl. Das ist so wieder irgendwie schon Müll, ne? Hammer. Hammer, Hammer. Gibt's. Das ist ein großer Hammer. Das sind echt die beschissensten Regale, die ich mir vorstellen kann. So, aber ich wollte jetzt mal gucken. Wir haben jetzt Wasserpfeil, Moospfeil, Lärmpfeile waren das. Alles klar. Ja, die sind manchmal auch nicht ganz verkehrt. Blödsinn. Brauche ich nicht. So, hier werden wir jetzt, glaube ich, wieder im Bürotrakt. Schlüssel rot, dreimal. Jo. Das ist er. Tür zu. Zentralbüro, genau, da können wir gleich wieder den Code eindrehen. Die Frage ist, ob ich jetzt hier zu Lady Angelicas experimenteller, was weiß ich. Gehen oder, naja. Mir scheint es auch nichts mehr zu geben. Nein. Na gut. Aber das interessiert mich. Hier sind wir es also. Was, ja. Dann geht die Tür zu. Ist nicht euer Ernst, oder? Geht die hier auf? Nein. Mit dem Schlüssel vielleicht? Auch nicht. Also wenn die einmal zu ist, sie zu. Das ist... Jawohl. Jetzt habe ich mich gerade gut ausgesperrt. Das war geschickt. Naja, was soll's. Ich speichere mal lieber. Weil hier sind wir gestartet, alles klar. Jawohl. Das hat wehgetan. Ja, ich dachte, er springt da mal irgendwie besser rüber, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ja, das war schon, glaube ich, immer bei Tief so ein bisschen, zumindest für mich, das Problem mit diesen Geländern oder Anspringen von Kisten und Zeugs. Aber ich springe einfach hier auf die Kisten. Wobei hier hinten sind wieder so verdächtige Kisten. Und da lebt noch jemand. Frage ist, kann ich darüber springen? Sehr gute Frage. Ui, das war knapp. Mehr gibt's nicht hier. Gut. Ja. Sehr kurzatmig, der Herr Garrett.
Wo sind wir denn jetzt? Ach, das ist das Minelis Steak? Würde ich mal vermuten sagen, oder? Das ist 6013. Meinl brät die besten Steaks der Stadt. Allerdings würde er sein Rezept nicht um alles Gold der Welt verraten. Na super. Spinnen. Ich hasse die Spinnen, weil tief. Ja, da hört man sie auch schon zischeln. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn macht, sich überhaupt mit den Spinnen anzulegen und den Leuten hier. Oh, was sehe ich? Davon ist noch so eine Hütte zum Einstellen. 6013. Nee, trotzdem nicht gemerkt. Wen haben wir hier? Der Karl ist ein beliebter Musikus. Seine gestammelten Werke sollen sehr wertvoll sein. War nicht vor uns hier noch eine Wache mit einem Schwert irgendwo unterwegs? Ach, die war zwischen den Gebäuden. Ich bin jetzt da. Okay, alles klar. Aber der könnte die mich sehen, wenn ich dem eine auf dem Tür überhole. Ah, sieht aus wie ein Tonstudio. Schlüssel, mach ihn ran. Hallo? Zeig dich! Hier, ich zeig mich am Fenster. So. Achso, ich kann ja nur ein Tor aufmachen immer. Das hat, haben sie ja schon so gemacht. Was war 6033? Hm, 6030, merkt mir das nie. Sehe ich auch die Zahlen nicht? Okay. 6030. Falsch. Verdammte Tat. Es kann doch eine 13 sein. Stimmt. 60. 2. Das war richtig. Was war das? Der Arsch tatsächlich gerade hier reingekommen.
gucke mir doch lieber erstmal das von hier an. Da habe ich wohl gerade zu viel am Tor gespielt und jetzt ist er eigentlich in der Höhe von den, falls da freilaufende Spinnen sein sollten. Da muss ich jetzt meine Pfeile nicht verschwenden, aber sieht nicht so aus. Auf. Kein Geräusch weit und breit. So ein Wichser. Naja. Tja, dann gehen wir mal zu den leckeren Steaks. Auf. Sir, sind Sie das? Ja, ich hasse diese Spinnen, wenn ich das schon höre. Und dann noch so eine fette. Und da hinten, die ist schon eine freilaufend. Schön. Ich dachte, ich kann die vielleicht ein bisschen hier zu dem Typi locken, dass der die für mich erledigt, aber... Kommt da her. Bei da ist der Hebel, ich würde sagen, der wird wohl die große Spinne rauslassen. Verdammt. Ja, das werden wieder viele, viele verschwendete Pfeile werden.
Bis ich die hier... Dreck. Bewegen die sich auch noch. Das sind schon mal zwei. Wie schön. Drei. Alter. Ich treffe diese Drecksspinnen immer nie. Deswegen hasse ich die auch so. Bricht ihm gerade der Arm ab. Tja, zumindestens wissen wir jetzt, was der in seine Steaks reinballert, und zwar lecker Spinnenfleisch. Lecker. Spinnen. Hervorragend. Und wie man sieht, bin ich ein hervorragender Bogenschütze. Das gibt's so nicht. Ich müsste halt näher ran. Das war die erste. Haben wir ja mal Glück. Und der Bogenschütze hier unten kriegt wirklich noch mal irgendwie. Ich habe ja nichts mit. Verdammt. Ach, hier geht's zur Müllrutsche, alles klar. Da läuft noch einer auf Patrouille.
noch so viele Räumlichkeiten zu erkunden. Hui, und schon wieder seit 2 Stunden am Rumdaddeln. Oh je. Ja, ich wollte jetzt eigentlich runtergehen über die andere Treppe und von der anderen Seite mir doch die Spinnen anschauen. Oder vielleicht kriege ich die Wache ja auch hingelockt mit so einem Lärmpfeil. Nee, das wäre falsch. So, das hier. Der läuft hier unten seine Runden. Die kriegen wir nicht mit. Oder ja, sie kriegt sie auch nicht mit. Ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das hier gerade vorstelle. So, ich hätte jetzt einen Lärmpfeil mal versuchen runterzuschießen, dass er da hochkommt. Weil der ist nämlich im Gegensatz zu mir ein wesentlich besserer Bogenschütze. Schon drinnen und da kommt die Spinnen, greifen den nicht an. Ich lach mich tot. Ich finde dich schon noch. Dafür wirst du büßen, Dieb. Das ist ja putzig. Die Dreckspinnen greifen die Wache nicht an. Oje. Naja, ich glaube, ich werde es für heute hier an der Stelle gut sein lassen. Denn irgendwie ist die Luft gerade raus. So,
gar nicht, wo dieser Affe hinrennt. Ich glaube, könnte sein, dass er jetzt hier hochgelaufen kommt. Diesmal gut geht. Nein. Oh. Ach, das ist ein Dreck. Na. Jetzt kommt er nicht da durch. Ist doch gerade so dick geworden, der Herr Garrett. So, und an der Stelle werde ich mal hier speichern. Tja. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin, ciao und viel Spaß beim Zugucken von den Videos bei YouTube. Ja, da werden sie nochmal in besserer Qualität erscheinen wie bei Twitch. Da wird es ja doch leider immer ein bisschen kacke runtergerendert, finde ich. Ja, wie gesagt, und vielen Dank noch fürs Zuschauen. Ciao, ciao.